Dozent, Professor für philosophische Ästhetik und Kunstwissenschaft. Er bekleidet Gastprofessuren, unter anderem der Professor in China, an der Akademie of Fine Arts in Hangzhou. Gleichzeitig arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Ernte in Montauban in Frankreich. Er arbeitet als freier Kurator unter anderem für Museen und Kunstvereine. An der Kunsthalle Tübingen, Ernte von Bilderfra, an der Hamburger Kunsthalle Zeichnung Tierpolos. Kunsthalle Dortmund, Blues für Dortmund. Christopher Weidenallee, Erotika, Toxikologie. Ja, ja. Er hat die Laudatio für Michael Dörner zum Edwin-Scharf-Preis 2006 erhalten. Die letzte Publikation, was mir bekannt ist, kann ich jetzt ein bisschen anregen, Aufatmen, die Verzweiflung wechseln, kommt für ein Lektor 2005 oder 6 und 6 im Puckfin Verlag erschienen. Zahlreiche Naturwissenschaften, nationale, internationale Aufsätze und Vorträge in Katalogen und Fachorganen, zum Beispiel die Dialektik der Entsteuerung 2006 im Einstellungsraum und Querschläge 2009 auch im Einstellungsraum. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sie haben gesehen, ich habe echt die Uhr abgenommen, um das heißt zu sagen, gleichzeitig meine konstruktive Rückschrittlichkeit zu zeigen. Also, wir sagen ja, die Uhr wäre ein Fortschritt, wenn wir daran denken, dass früher die Kirchtürme als Orientierungsmuster immer weit in der Ferne waren, wie man das so schön aus alten Gemälden sehen kann. Und immer denken, wie das alles an unseren Körper herangerückt ist, bis ins Handy, sodass wir eigentlich die Zeit schon so verinnerlicht haben, dass wir im Sinne der Gewaltströme oder nicht sichtbaren Kräfte der vierten Dimension, der Futuristen, längst schon eingetaktet sind. Auch das könnte man im klassisch-lateinischen Sinne als Faschismus bezeichnen, wenn wir das vom lateinisch-italienischen Faziare bündig machen, herleiten. Wir haben das ja momentan ganz aktuell im gesamten Weltgeschehen der Evaluierungs- und Qualitätsprüfer prüfen und alle nur formale, also formalistische, bündig gemachte Grundregeln und Normativitäten abfragen, aber jetzt meistens inhaltlich keinen Beitrag leisten. Ich habe mir ganz bewusst dafür entschieden, keine PowerPoint-Präsentation zu machen, sondern alles fertig. Hand schriftlich, Hand Rede, Mundrede, Hände, Organe, ein bisschen, schon eine klassische Performance, dann um die Ecke gucken oder vielleicht den Fortschritt auf den hohen Zahn fühlen oder aktuell mit der Filmrolle, vielleicht der unangenehme Film, der uns allen durch die Medienköpfe geht, der Herr Präsident, Herr Sarkozy, stolz in einem Atomkraftwerk, begrüßt freudig vom Gevatter Tod. Der wunderbare Sohn von Matthias Claudius, der hier um die Ecke seine Handschrift hatte. Ein Zitat vielleicht zur Erheiterung von Thomas Kapielski. Früher war schöner, heute ist besser. Früher ging es uns gut, heute geht es uns besser. Besser wäre, es würde uns heute wieder gut gehen. dazu fand ich dann auch ein paar Tage, wo ich dachte, wunderbar. Ich darf jetzt als Fortschrittsmensch, als Progressisti, darf ich den Kunstgenuss ohne Reue haben und bei Turner mich auch dort in die Verzeitlichung bewegen und dachte dann aber, als ich nochmal aufs Cover kannte, das finde ich aber komisch, das gewährt mir Wattenfall. Da haben wir doch schon mal einen fundamentalen Fortschritt und da wären wir dann auch dabei, dass ein Strang der Progressivität heutzutage sicherlich darin besteht, Friede den Palästen und Krieg den Hütten. Nun gut, hier gibt es noch einfach mit. Was? Ja, ja, können wir zirkulieren. Also ich werde eben auch sozusagen rückwärtslaufend argumentieren. Der Futurismus wird auch nochmal erscheinen, der Dadaismus auch. Aber vielleicht in einer anderen Vorstellung von Fortschreiten als Fortfahren. Als Basis möchte ich drei kürzere Zitate, aber die sehr wichtig sind, verlesen. Eins stammt aus dem Buch Zeitgeist und Zeitmaschine von dem Philosophen Michael Saletzky. Fortschritt hat mit Aufklärung zu tun.
Die philosophische Idee des Fortschritts entstammt der aufgeklärten Denken. Aber dies war und ist beileibe nicht eine allgemein verbindliche Definition des Begriffes Fortschritt. Fortschritt kann sich mit ganz anderen Ideen und Handlungsmustern verbinden. Man kann zum Beispiel Fortschritte bei der Ausbeutung der Erde machen, Fortschritte bei der Abschaffung der Lesekultur durch Fernsehen und Video und PCs, Fortschritte vor allem bei der Kriegs- und Mordtechnik. Immerhin hat der französische Arzt Guillotin seine berühmte Maschine als Fortschritt gepriesen, als humanitär sogar. Das zweite Zitat ist relativ kurz und eigentlich unangemessen. Ist mir nicht peinlich, aber das Buch, ich glaube, Sie wissen alles, das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts, Dialektik der Aufklärung, in der legendären Abteilung Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug, beschreiben damals aus dem Exil in den USA Horkheimer und Adorno. Die allenthalben emporschiebenden, hellen Monumentalbauten zu präsentieren, die sinnreiche Planmäßigkeit der Staaten umspannenden Konzerne, auf die bereits das losgelassene Unternehmertum zuschoss, dessen Denkmale die umliegenden düsteren Wohn- und Geschäftshäuser der trostlosen Städte sind, schon erscheinen die älteren Häuser rings um die Betonzentren als Slums und die neuen Bungalows am Stadtrand verkünden schon, wie die unsoliden Konstruktionen auf internationalen Messen das Lob des technischen Fortschritts und fordern dazu heraus, sich nach kurzfristigem Gebrauch zu entledigen, wegzuwerfen, die Konservenbüchsen. Dazu habe ich dann nochmal versucht, als berühmtester Begriff des gereinigten Dialektik auch für die Instrumentalisierung der Vernunft, das heißt die vereinseitigte Wahrnehmung der Vernunft als vermeintlicher Fortschritt in der Zeit der Aufklärung, der aber eben nur, wie Adorno immer so schön schrieb, zur Instrumentalisierung der rein einseitig als objektiv ins technologische umgelagerten Vernunft definiert wurde und daher ja auch die berühmten Aussagen, dass genau dieser falsche Schritt innerhalb der Aufklärung, der die Repoetisierung ermangelte, letztendlich Ausschluss möglich gemacht hat. Um mal zu zeigen, also man kann Feuer anfangen, man kann Sarkozy oder die Lupe nehmen, man kann alles Karteien abhimmeln, mit Pink Tablet was aufnehmen, leichte Dinge beleuchten. Am besten immer mit seinem Schraubenzieher. Nicht vergessen, dass man sich auch mal irgendwas festhält oder klammert, sonst vergisst man uns die Frohe. Und wir können es uns aber auch fortschrittlich einfacher machen, nehmen einfach so ein Instrument, dann haben wir fast alles dabei. Hilfst du mir immer ein Stück Bier oder so? Adorno hat auch mal gesagt, das Meer der Vernunft heilt Wunden. Er hat dann einen legendären Aufsatz geschrieben im Jahre 1969 publiziert. Der Aufsatz heißt Fortschritt und in diesem dieser Aufsatz erschien in dem Buch Stichworte kritische Modelle 2. Da gibt es einen leicht längeren Absatz vor, aber dann ahnen wir auch, wie eigentlich mein Vortragstitel zustande kam. Theoretische Rechenschaften über die Kategorie des Fortschritts verlangt, diese so nahe zu betrachten, dass sie den Schein des Selbstverständlichen, ihres positiven wie negativen Gebrauchs verliert. Aber solche Nähe erschwert zugleich die Rechenschaft. Mehr noch als andere zergeht der Begriff Fortschritt mit der Spezifikation dessen, was nun eigentlich damit gemeint sei, etwa was fortschreite und was nicht. Wer den Begriff präzisieren will, zerstört leicht, worauf er zielt. Die subalterne Klugheit, die sich weigert, von Fortschritt zu reden, ehe sie unterscheiden kann. Fortschritt worin, woran, in Bezug worauf, verschiebt die Einheit der Momente, die im Begriff aneinander sich abarbeiten, in bloßes Nebeneinander. Rechthaberische Erkenntnistheorie, die dort auf Exaktheit dringt, wo die Unmöglichkeit des Eindeutigen zur Sache selbst gehört, verfehlt diese, sabotiert die Einsicht und dient der Erhaltung des Schlechten, durch beflissene Verbot, über das nachzudenken, was im Zeitalter utopischer wie absolut zerstörender Möglichkeiten des Bewusstseins der Verstrickten erfahren möchte. Ob nämlich überhaupt Fortschritt sei. Wie jeder Philosophische hat der Terminus Fortschritt seine Äquivokationen, wie in jeglichem melde diese auch ein Gemeinwesen an.
Was man zu dieser Stunde und der Fortschritt nicht zu danken hat, weiß man nur vag. Aber genau deshalb kann man den Begriff gar nicht grob genug verwenden. Pedanterie in seinem Gebrauch betrügt bloß um das, was er verheißt. Antwort auf den Zweifel und die Hoffnung, dass es endlich besser werde. Dass die Menschen einmal aufatmen dürfen. Schon darum lässt sich nicht genau sagen, was sie unter Fortschritt sich vorstellen sollen, weil es die Not des Zustandes ist, dass jeder diese fühlt, während das lösende Wort fehlt. Wahrheit haben nur solche Reflexionen über den Fortschritt, die sich in ihn versenken und doch Distanz halten, zurücktreten vom lähmenden Fakten und Spezialbedeutungen. Heute spitzen derlei Reflexionen sich zu in der Besinnung darüber, ob die Menschheit die Katastrophe zu verhindern mag. So. Jetzt geht es nämlich an die Küste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Weggefährten, Wegschreiter, Fortfahrer und Fortschreiter. In dieser Anrede ist das jetzt nicht bereits ein kleiner Teil meines kleinen folgenden Versuchs in kunst- und kulturphilosophischer An- und Absicht. Fortschreiten heißt ja italienisch auch Avanzare, auch im Sinne der fortschrittlich gesinnten Principi Progressisti. Und unser eingedeutschtes Avancieren bedeutet etymologisch aufsteigen und vorwärtskommen und über spätlateinische Zwischenstufen zu Avante, vor etwas weg, zu Ante, vor, vorn, nach vorn. Und hierin wiederum erkennen wir auch die Parallelität zum gerade in den Künsten überstrapazierten Begriff der Avantgarde. Ebenfalls im 17. Jahrhundert entlehnt aus dem zunächst Französischen im Rückgriff auf das Lateinische und Militärische zugleich. Bewahrung und Wache wird dann zum Vorreiter, der analog zur Entwicklung der Automobilität, Selbstbewegung, dann zum Fortfahrer wird. Italienisch klingt auch das viel schöner, Trasportare con Veicoli. Wir könnten versuchen, auf diese Kategorien zwischen objektiver physischer Bewegung und Hinwendung zu den subjektiven seelischen Bestrebungen zusammenzuschauen. Selbst mit Natur ist immer als Gegenstand der Theorie die ganze Natur gemeint. Daher hat philosophisch die Betrachtung der Natur die Bedeutung, dass sich in ihr der Geist dem alles umgreifenden Ganzen und Göttlichen zuwendet. Und in diesem Sinne gehört die Theorie in die Sphäre des Festes und des festlichen Spiels zu Ehren der Götter. In diesem Sinne hat Aristoteles den Begriff der Theorie aufgenommen und auf die Philosophie übertragen. Philosophie ist also theoretische Wissenschaft, festliches Spiel nahezu im Friedrich Schillerschen Sinne und seiner ästhetischen Erziehung des Menschen, entstanden 1794-95 unter dem Eindruck der Französischen Revolution. Aus Spiel und Fest hat sich auch mein Vortragsversuch entwickelt. Elke lud mich zu diesem Symposium ein, weil sie noch einmal konstruktiv, reflektorisch über einen Satz stolperte, den ich anlässlich der Protektionsinstallation der Künstlerin Laura Sinner 2009 formulieren durfte. Allein das lateinische Progressio bedeutet ursprünglich schon Entwicklung auf die Tugend hin. Der Anreiz zur ökonomischen Absolutheitsentwicklung des rein technoid instrumentalisierten Kapitalismus hingegen lebt einzig von den Todsünden, Neid und Geiz, als Voraussetzung des Begehrens, sodass der Krieg der Vater aller Dinge bleiben möge. Von hier ausgehend und weiterdenkend, eventuell fortschreitend, fahrend, fließend, entwickelte sich dann der eigentliche Titel meiner kleinen Ausführung als Versuch. Ob die Menschheit die Katastrophe zu verhindern mag, zur Dialektik des Fortschritts. Dass der seit der Aufklärung verklärte Begriff Fortschritt ein janusköpfiges Gebilde ist, eine Münze mit zwei Seiten, trifft vermeintlich die Wahrheit der Dinge. Andererseits ist der Begriff und seine daran anhänglichen Vorstellungen, Visionen, Utopien und auch Heterotopien doch so komplex, dass ich auch nur einen kleinen versuchten Diskurs fahren kann. Ausgangspunkt ist dabei die Frage, welchen Fortschrittsbegriff wir eigentlich meinen und wohin wir damit eigentlich wollen. Zielpunkt und These meiner Überlegungen wird dabei die Vision sein, dass nur ein negativ dialektischer Begriff
der von seiner einseitig rational-technoiden Instrumentalisierung losgelöst werden muss, ein Fortschreiten im Sinne einer konstruktiven Subjektivierung